Die Geschichte von Enfield gilt als eine der bekanntesten paranormalen Geschichten der Welt. Bis heute streiten sich aber allerlei Menschen darüber, ob diese Geschichte wirklich so passiert ist oder ob alles nur eine Fälschung war, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Lasst uns also gemeinsam einen Blick auf alle Fakten werfen und schauen, ob die Enfield-Story wahr oder Fiktion ist. Es ist der Abend des 30. August 1977 in Enfield, London. Die 47-jährige alleinerziehende Mutter Peggy Hutchison geht in das Schlafzimmer ihrer vier Kinder, um ihnen zu sagen, dass sie sofort aufhören sollen zu streiten und es an der Zeit sei, ins Bett zu gehen. Die Kinder sagten zu ihr, dass das Bett komisch wackeln würde, aber Peggy dachte sich nichts dabei und ging zu Bett. In dieser Nacht hörte sie dann jemanden im Hausflur. Es klang so, als würde er seine Füße nicht richtig heben und sie über den Linoleumboden ziehen. Dann hörte sie plötzlich vier laute Schläge. Eine Kommode bewegte sich plötzlich von allein über den Boden. Peggy stand auf und schob sie wieder zurück, doch jedes Mal bewegte sich die Kommode wieder zurück. Aus Angst floh die Familie aus dem Haus zu ihren Nachbarn, den Nottinghams, die in der Green Street 282 wohnten. Sie bat ihre Nachbarn um Hilfe, weshalb der Vater Vic Nottingham und sein Sohn Gary in das Haus der Familie gingen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Laut eigener Aussagen hörten sie dort dann Klopfgeräusche aus dem gesamten Haus. Da sie dachten, dass jemand versuchte, ihnen einen Streich zu spielen, riefen sie die Polizei. Diese kam um 1 Uhr nachts an das Haus an und konnte nichts finden. Einer der Polizeibeamten sagte danach das Folgende. Ein Beamter und die Nachbarn gingen in die Küche, um die Leitungen des Kühlschranks und so weiter zu überprüfen und ließen die Familie und mich im Wohnzimmer zurück. Das Licht im Wohnzimmer ging aus und ein paar Minuten später zeigte der älteste Sohn auf einen Stuhl, der neben dem Sofa stand. Ich sah mir den Stuhl an und bemerkte, dass er leicht hin und her wackelte. Dann sah ich, wie der Stuhl über den Boden in Richtung Küche rutschte. Er bewegte sich etwa 3 bis 4 Meter und kam dann zum Stillstand. In der folgenden Nacht ging Vic Nottingham allein in das Haus zurück, wo er nach eigener Aussage von fliegenden Klemmbausteinen angegriffen wurde. In den nächsten 3 Tagen konnten immer mehr Menschen beobachten, wie in diesem Haus Murmeln und andere kleine Steine durch das Haus flogen. Unter den Zeugen waren verschiedene Mitglieder des Stadtrates und Geistliche. Aus ihrer Verzweiflung heraus rief Frau Nottingham am 4. September dann die Zeitschrift Daily Mirror an. Sie hatte die Hoffnung, dass die Medien vielleicht helfen könnten. Der Daily Mirror schickte darauf den Reporter Douglas Benz und den Fotografen Graham Morris vorbei. Morris sagte über die Situation das Folgende. Ich dachte, es sei ein ganz normaler Job, bis ich das Haus betrat. Ich stand im Halbdunkel in der Küche und einer nach dem anderen wurde von den Erwachsenen in die Arme genommen und als letzte kam Janet herein. Plötzlich flogen Dinge durch den Raum. Ich wurde von einem Legostein über meinem rechten Auge getroffen. Ich hatte ein paar Tage lang eine Beule, es war ziemlich heftig. In der Küche lagen Murmeln und andere Dinge, die einfach so durch den Raum flogen. Ich habe alle Familienmitglieder beobachtet und keiner von ihnen hatte etwas getan. Auch der leitende Reporter des Mirrors zur damaligen Zeit, George Fellows, sowie der Fotograf David Thorpe besuchten daraufhin das Haus. Fellows glaubte, dass Peggy die Geschichte inszeniert hätte, um so an eine neue Sozialwohnung zu kommen. Nach nur wenigen Stunden im Haus sagte er dann das Folgende. Aufgrund der emotionalen Atmosphäre im Haus und in der Nachbarschaft, die von Hysterie über Terror bis hin zu Aufregung und Spannung reichte, war es schwierig, zufriedenstellende Daten zu erfassen. Dennoch bin ich überzeugt, dass der Gesamteindruck unserer Untersuchung einigermaßen korrekt ist. Nach bestem Wissen und Gewissen haben wir die Möglichkeit einer totalen Täuschung ausgeschlossen, obwohl es uns gelungen ist, die meisten der Phänomene zu simulieren. Meiner Meinung nach konnte diese Täuschung nur von einem Experten durchgeführt werden. Fellows sagte der Familie daraufhin, dass sie sich vielleicht bei der Society for Psychical Research melden sollten.
Dadurch lernten sie Maurice Gross kennen. Er war der Society erst vor kurzem beigetreten, nachdem seine Tochter im Jahr zuvor verstorben war. Gross besuchte am 5. September 1977 das Haus. Über seinen ersten Besuch sagte er: "Ich fand ein Chaos vor. Die ganze Familie war in dem Haus versammelt, zusammen mit den Nachbarn von nebenan, und es gab eine Menge sehr verängstigter Menschen dort." Maurice blieb noch bis spät in die Nacht. Die beiden Töchter, Janet und Margaret, 11 und 13 Jahre alt, waren bereits ins Bett gegangen, als Maurice gegen 1.15 Uhr im Schlafzimmer der Kinder einen Knall hörte. Er eilte sofort in das Zimmer und sah, dass beide Kinder noch am Schlafen waren, jedoch ein Stuhl umgekippt war und sich knapp einen Meter quer durch den Raum bewegt hatte. Für ihn war das Beweis genug, weshalb er bleiben wollte und weitere Nachforschung anstellen sollte. Am 10. September wurde dann auch der erste Bericht über das Haus im Daily Mirror abgedruckt. Der Artikel hieß „Das Haus der merkwürdigen Ereignisse“. Am selben Tag trat Peggy auch in der Radiosendung Nightline des Senders LBC auf. Vor ihrer Haustür traf Peggy dann auf den Moderator Ross Morris von der BBC. Er wollte sich ebenfalls von den Aktivitäten im Haus überzeugen, weshalb er gemeinsam mit Gross die Nachtwache abhielt. Auch er hörte in dieser Nacht, wie ein Stuhl umgeworfen wurde und durch einen Raum gezogen wurde, nachdem die beiden Töchter ins Bett gegangen waren. Gross sah in dieser Nacht außerdem, wie Murmeln durch die Luft flogen, Teelöffel in die Luft sprangen und ein Sofa in der Luft schwebte und kopfüber auf den Boden stürzte. Es gab zu diesem Zeitpunkt also die Nachbarn, einige Reporter und die Polizei als mögliche Zeugen für die paranormalen Ereignisse in der Wohnung. Um das Schlafzimmer der Kinder zu überwachen, bauten sie außerdem eine Kamera auf, die bei Bewegung sich selbst auslöste. Dabei konnten sie das wohl berühmteste Foto in diesem Fall machen. Gross erkannte, dass diese Situation seine Kompetenzen überstieg. Deshalb bat er die Society um Hilfe bei der Untersuchung. Wenig später traf dann ein Mann namens Guy Playfair bei der Familie ein. Am 25. September waren die Ereignisse dann so erschreckend für die Familie, dass sie erneut aus ihrem Haus fliehen mussten. Sie suchten Zuflucht bei Peggys Bruder, der in derselben Straße lebte. Im Haus von ihrem Bruder sah seine Frau dann, wie ein Legostein vor ihrem Gesicht vorbeiflog. Sie war sich also sicher, dass der Geist, oder was auch immer es war, ihnen aus dem Haus gefolgt war und nicht an einen Ort gebunden war. Gross und Playfair hatten die Theorie, dass es sich bei dem Geist um den eines vierjährigen Mädchens handeln müsse, das von ihrem Vater mit einem Kissen erstickt worden war, weil man Abdrücke im Bett sah, welche darauf hindeuten könnten. Natürlich kann es sich bei all dem hier um einen Streich oder einen extrem guten Trick handeln, dazu aber später mehr. So wie die Geschichte hier erzählt wird, wurde sie damals in den Medien erzählt und es ist sehr wichtig für den kompletten Kontext des Falls. Peggy hatte bei ihrem Einzug einige Möbel des Vormieters behalten, darunter auch Sachen, die einem kleinen Mädchen gehört haben. Sie sammelte all diese Gegenstände zusammen und zerstörte sie, jedoch hörten die Aktivitäten dadurch nicht auf. Laut einigen Forschern sollen sogenannte Poltergeister vor allem kleine Mädchen oder junge Frauen befallen. Janet erschien hierbei wie das Zentrum der Ereignisse. In allen bisher bekannten Fällen von angeblichen Poltergeistern waren junge Mädchen oder Frauen involviert. Dabei versuchten einige Wissenschaftler, dies logisch zu erklären und sagten, dass es bei der Pubertät passieren könnte, dass die Außenseite des Gehirns sich so verändert, dass Partikel in der Nähe des Kopfes von jungen Frauen manipuliert werden können und dadurch die Bewegung von Objekten gefördert wird. Eine sehr spezielle Theorie, für die es bis heute keinerlei handfeste Beweise gibt. Erste Berichte von Poltergeistern gab es aber im bereits 530. Dabei gab es in fast allen Fällen unerklärliche Geräusche und kleine Dinge bewegten sich wie durch Geisterhand. Dabei erzählten viele Zeugen auch, dass sie vor allem ein Klopfen hörten. Dabei soll das Klopfen anders klingen, als wenn es ein Mensch versuchte nachzumachen, und die Wellenform des Klopfens sei auch nicht reproduzierbar. Auch sagte man, dass solche Aktivitäten häufig nach einem Trauma beginnen. Kurz bevor die Familie in das Haus zog, hatte der Mann die Familie für eine jüngere Frau verlassen, weshalb die Mutter mit ihren vier Kindern alleine blieb und mit der Armut kämpfen musste. Margaret und Janet hatten außerdem große Angst vor ihrem Vater. Das jüngste Kind, Billy, wurde wegen Verhaltensauffälligkeiten in ein Internat geschickt.
Andere Psychologen glauben, dass Janet hier unterdrückte Ärger und Kummer zeigte. Sie fluchte während den Aktivitäten häufiger und zeigte oft ein aggressives Verhalten. Parapsychologen allerdings versuchen dies wieder in Verbindung mit Geistern zu bringen, indem sie sagen, dass diese negative Energie spontane Psychokinese auslösen würde. Janet rannte während der Untersuchung oft mit dem Kopf gegen die Wand. Ein Arzt musste kommen und ihr Valium verabreichen, damit sie sich beruhigte. Daraufhin soll sie durch den Raum geschwebt sein und auf einem Radio gelandet sein, wo sie dann von Peggys Bruder gefunden wurde. Auch Margaret fing an zu erzählen, dass sie irgendwann Träume von der Zukunft hätte, und Peggy fing an zu erzählen, dass sie immer dann Kopfschmerzen bekommen würde, kurz bevor etwas Schlimmes passieren würde. Nachbarn sagten dann, dass sie im Fenster manchmal eine alte Frau sahen, andere Nachbarn berichteten von hellen Lichtern im Haus. Janets Bruder Johnny erzählte auch, dass er einen großen alten Mann gesehen hatte, der riesige Zähne hatte. Insgesamt gab es zu dieser Zeit knapp 15 Zeugen, die die Sichtung der Familie bestätigen konnten. Mehrere Physiker untersuchten Janet dann. In ihrer Nähe platzten dann Glühbirnen und immer wenn ein paranormales Ereignis stattfand, nahm Janet unerklärlich zu. Auch beobachtete ein Physiker, wie ein Sideboard umstürzte und Janet schwebte. Einige sagten, dass der Plan der Familie es war, eine bessere Wohnung zu bekommen, jedoch wollte der Stadtrat dies nicht genehmigen. Stattdessen wurde die Familie während der Ferien für eine Woche aus der Stadt herausgeschickt. Während ihres Urlaubs gab es keinerlei Vorfälle. Die Familie kehrte am 5. November zurück in ihr Haus und Maurice Gross beschloss, dass er mit dem Geist in Kontakt treten wolle. Er sagte, dass der Geist durch Klopfgeräusche seine Fragen beantworten könne. Ein Klopfen für Nein, zwei für Ja. Danach stellte er dem Geist die folgenden Fragen. Bist du ein männlicher Geist? Hast du hier in diesem Haus gelebt? War es vor über 50 Jahren? Bist du in diesem Haus gestorben? Bist du unglücklich? Warum bist du hier? Möchtest du uns eine besondere Nachricht übermitteln? Spielst du ein Spiel mit mir? Der angebliche Geist soll nach dieser Frage ein Kissen und einen Karton nach Gross geworfen haben. Am 10. November kam ein Medium aus Argentinien namens Eduardo Balanowski zu Besuch. Es war der 12. Geburtstag von Janet und gemeinsam untersuchten sie das Haus nach elektromagnetischen Feldern. Während das Medium zu Besuch war, wurden immer wieder mehrere Kissen durch die Luft geworfen. Dabei konnten sie eine Änderung im elektromagnetischen Feld erkennen. Am 12. November ließ Janet im Haus Stifte und Papier überall liegen und fragte den Geist, ob er ihr eine Nachricht hinterlassen könne. Peggy fand wenige Stunden später dann tatsächlich Nachrichten auf dem Papier. In der Küche zum Beispiel stand: Ich werde in diesem Haus bleiben. Zeig diese Nachrichten niemanden, sonst werde ich Rache ausüben. Danach fand sie eine Nachricht im Wohnzimmer, auf der stand: Kann ich einen Teebeutel haben? Peggy legte einen Teebeutel dort ab und fand wenig später an derselben Stelle einen zerstörten Teebeutel vor. Noch am selben Tag kam Peggys Ex-Mann vorbei und sie zeigte ihm die Nachrichten. Danach entschuldigte sich der angebliche Geist und sagte: Es gab wohl ein Missverständnis. Mach das nie wieder. Ich weiß, wer das war. Die Handschrift des Geistes war der von Janet extrem ähnlich. Am 29. November kam dann ein Medium aus Brasilien vorbei, welches sich in einer Art Trance begab und während es in der Trance war, verschiedene Zeichnungen anfertigte. Auch Janet fing nach diesem Besuch an, verstörende Bilder zu zeichnen. Dabei schrieb sie den Namen Watson immer wieder auf ein Stück Papier. Eine Familie namens Watson hatte zuvor in diesem Haus in Enfield gelebt. Die Ehefrau war zuvor an einem Tumor im Hals verstorben. Eine ähnliche Szene fand man in den Zeichnungen von Janet wieder. Am 3. Dezember sah Maurice Gross dann, wie Janet aus ihrem Bett gezogen wurde und mit dem Kopf nach vorne die Treppe hinunterrutschte, während sie noch am Schlafen war. Es kamen daraufhin immer mehr Mitglieder der Society, die den Geist aufforderten, mit ihm zu sprechen. Nach einigem Bellen und Grunzen sprach Janet dann in einer fremden Stimme und sagte, dass ihr Name Joe Watson sei. Kurz daraufhin sagte die Stimme aber, dass sein Name Bill Wilkins sei. Am 13. Dezember kam Grosses Sohn Richard vorbei, um dabei zu helfen, den Geist zu verhören.
Dabei fanden sie heraus, dass die Stimme die von Bill Wilkins sei. Er sei mit 72 Jahren in diesem Haus verstorben. Er habe in dem Stuhl in der Ecke gesessen und sei plötzlich einfach gestorben an einem Aneurysma im Gehirn. Der Sohn von Bill Wilkins, welcher wirklich in diesem Haus gelebt hatte, bestätigte diese Geschichte später. Als sie die Stimme fragten, wieso man ihn nicht sehen konnte, sagte er, dass er unsichtbar sei, weil er ein Geist ist. Die meisten dieser Gespräche wurden aufgenommen, weshalb man heute noch die gruselige Stimme aus Janets Mund hören kann. And I have cried in the church where Rena lives. Um zu beweisen, dass Janet nicht selbst die Stimme machte, wurde ihr der Mund zugeklebt, doch die Stimmen gingen weiter. Auch nachdem sie ein Glas Wasser in den Mund nahm, hörte es nicht auf. Experten sagten, dass es zwar möglich sei, dass Janet die Stimme nachmachte, jedoch wäre es unmöglich gewesen, diese Stimme für 3 Stunden zu halten, ohne ernsthafte Schäden an ihren Stimmbändern zu verursachen. Janet wurde daraufhin von einem Doktor namens Ian Fletcher unter Hypnose gestellt und befragt. Dabei waren die Fragen die folgenden. Weißt du, wer das alles macht? Ich und meine Schwester. Warum glaubst du, dass du schuld bist? Ich weiß nicht, wer es ist. Wie fühlt es sich an? Wie kalte Hände, die meinen Körper greifen. Wer hat all das angefangen? Keiner von uns. Was ist die Ursache hinter allem? Ein Anstieg des Unglücklichseins. Der Arzt kam zu dem Entschluss, dass es sich hierbei um keine Täuschung handelt und dass die Schwestern vielleicht einige der Phänomene selbst auslösen würden, aber von etwas Düsterem gezwungen werden würden. Kurz nach diesem Gespräch fing Janet an zu schweben. Am 15. Dezember sah eine Frau namens Hazel Short, wie Janet durch ein Zimmer flog. Sie sagte dazu Folgendes. Ich stand da und sah mir das Haus an, als plötzlich ein paar Bücher durch die Gegend flogen und gegen das Fenster schlugen. Es war so plötzlich. Ich hörte das Geräusch, weil alles so ruhig war. Es gab keinen Verkehr und es ließ mich zusammenzucken. Dann, nach einer Weile, sah ich Janet. Ich weiß nicht, ob sich unter dem Fenster ein Bett befindet, aber sie bewegte sich auf und ab, als ob jemand sie einfach auf und ab geworfen hätte, in einer horizontalen Position. Es war so, als ob jemand ihre Beine und ihren Rücken gepackt hätte und sie auf und ab geworfen hätte. Ich habe definitiv gesehen, wie sie etwa auf Fensterhöhe hochkam, aber ich dachte, wenn sie hüpfen würde, würde sie von ihren Füßen abprallen. Sie könnte nicht genug Kraft aufbringen, um von ihrem Rücken aus so hoch zu springen. Mein Freund konnte sie auch sehen, wir beide konnten sie sehen. Am 23. Dezember verstarb dann der Goldfisch der Familie. Die Stimme, die behauptete, Bill zu sein, sagte, dass er den Fisch mit seiner Geisterenergie getötet habe. Einen Tag später fand die Familie den Wellensittich tot in seinem Käfig. Wieder einen Tag später sah Peggy dann, wie Janet einen Vorhang um ihren Hals gewickelt hatte. Sie konnte sie gerade noch so vor dem Ersticken retten. Wenige Tage später beklagte Janet sich darüber, dass ein Messer sie verfolgen würde und Peggy fand genau so ein Messer später auf der Treppe. Janet selbst sagte über diese Zeit, »Ich wurde benutzt und missbraucht. Da war die Levitation, da waren die Stimmen und dann war da der Vorhang, der sich um meinen Hals wickelte, was für mich ziemlich lebensbedrohlich war und mir vor Augen führte, dass dies tödlich enden könnte.« Am 15. Januar tauchten dann Nachrichten an den Wänden des Hauses auf, die mit Fäkalien geschrieben wurden. Ein Laborbericht ergab, dass diese von einer Katze stammten. Peggy sah außerdem einen Mann die Treppe hochgehen und der Satz »Ich bin Fred« tauchte im Badezimmer auf. Jemand hatte ihn dort mit Klebeband hingeschrieben. Wie bereits erwähnt, gab es extrem viele Zeugen der Ereignisse in Enfield, jedoch darf man eine sehr wichtige Studie dabei nicht vergessen. Denn laut dieser Studie ist es oft so, dass Menschen das sehen, was sie auch erwarten. Wenn man den Zeugen vorher also schon sagt, dass es in diesem Haus spukt und dort merkwürdige Geräusche auftreten, dann glauben sie eher daran, dass auch sie diese Erlebnisse erlebt und gesehen haben.
So wird aus einem ganz normalen Knacken eines alten Hauses plötzlich der verzweifelte Versuch eines Geistes, mit den Lebenden in Kontakt zu treten. Dieses Phänomen nennt man auch Confirmation Bias oder im Deutschen Bestätigungsfehler. Bei diesen Bestätigungsfehlern ist es oft so, dass Menschen Dinge so verarbeiten, wie sie glauben, dass sie sind, und sich später nur noch an die Details erinnern, die den Glauben verstärken. Informationen und Fakten, die den Glauben widerlegen könnten, werden später auch ignoriert. Am Beispiel des Enfield-Geistes. Die Menschen glauben an Geister und an das Übernatürliche. Dadurch sind sie vorab schon manipuliert, weil sie daran glauben und andere Fakten gegen das Übernatürliche lieber ignorieren. Sie gehen also mit diesem Glauben in ein Haus, in dem es angeblich spuken soll. 99% der Zeit passiert im Haus nichts, aber an diesen einen Moment, in dem vielleicht ein Klopfen aufgetreten ist, werden sich die Zeugen dann auf ewig erinnern, denn er passt in ihren Glauben. Wenn man ihnen dann sagt, dass das Klopfen von dem alten Holz im Haus kam, dann werden sie diese Fakten eher ignorieren, da es nicht in ihr Weltbild passt. Und schon hat man extrem viele Zeugen für etwas, was vielleicht unter anderen Umständen als normal gegolten hätte. Ein klassischer Bestätigungsfehler. Natürlich gibt es auch hierfür keine handfesten Beweise und es ist nur ein Versuch, das Ganze rational zu erklären. Wahrscheinlich wird es auch einige unter euch geben, die diesen Erklärungsversuch für totalen Schwachsinn halten, und das ist vollkommen okay. Warum dies aber wichtig ist? Die Society, die von Anfang an bei den Ermittlungen dabei war, gründete eine eigene Abteilung am 16. Mai, welche nur für den Enfield-Fall zuständig sein sollte. Um Mitglied dieser Society zu sein, war es extrem wichtig, dass man an das Übernatürliche glaubte. Also bestanden in diesem Fall vor der Anreise schon starke Annahmen und Glauben, welche zu Bestätigungsfehlern führen könnten. Die Society verhörte dann verschiedene Zeugen und kam zu dem Entschluss, dass es sich hierbei wirklich um ein paranormales Ereignis handelte, jedoch glaubten sie die Geschichte von Bill Wilkins nicht sofort. Am 25. Juli wurde Janet in eine Psychiatrie in South London geschickt. Während ihres Aufenthalts dort hörten die Ereignisse im Hause auf, auch wenn die Familie ab und zu noch Gestalten in der Dunkelheit sahen. Die Ärzte fanden dann keinerlei Schäden an Janets Gehirn oder andere Anzeichen auf eine Krankheit. Janet kehrte am 1. September zurück nach Enfield. Nach nur einer halben Stunde zu Hause sah sie dann den Geist eines kleinen Jungen im Haus stehen. Während ihrer kompletten Zeit in South London hatte sie keine einzige Gestalt gesehen. Am 2. Oktober kam erneut ein Medium zur Familie. Dieses Medium behauptete, dass es über die Astralregion reisen könnte. Das Medium war sich dann sicher, dass eine 24-jährige Frau beteiligt war an dem ganzen Spuk. Maurice Gross hatte eine Tochter gehabt, ihr Name war ebenfalls Janet, die mit 24 Jahren in einem Autounfall ums Leben kam. Nach dem Besuch des Mediums hörten die Ereignisse endgültig auf. Maurice Gross blieb in engem Kontakt mit der Familie, bis er im Alter von 87 Jahren im Jahr 2006 verstarb. Bis zu seinem Lebensende verteidigte er die Familie und die Geschichte rund um den Enfield-Poltergeist. Peggy Hutchison lebte weiter in dem Haus, bis sie im Jahr 2003 verstarb. Janet zog mit 16 Jahren von zu Hause aus und heiratete einen Mann. Ihr kleiner Bruder verstarb im Jahr 1981 im Alter von 14 Jahren. Janet und ihre Schwester Margaret tauchten in den folgenden Jahren noch oft im Fernsehen auf. Zuletzt sagte sie im Jahr 2011, dass sie bis zum Tode ihrer Mutter immer das Gefühl hatte, als würde sie im Hause beobachtet werden. Der Fall ist heute noch einer der spannendsten Fälle von paranormalen Ereignissen und fasziniert bis heute immer wieder Menschen, die über ihn stolpern. Zuletzt wurde er im Film Conjuring 2 vorgestellt, der auf dem Besuch von Ed und Lorraine Warren aus dem Jahr 1978 basierte. Die Frage, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist, ist abschließend also gar nicht so einfach zu beantworten. Jemand, der absolut nicht an Geister oder das Paranormale glaubt, wird sagen, dass alles eine Fälschung sei. Dafür spricht, dass Zeugenaussagen nicht glaubwürdig sind. Viele Experten der Meinung sind, dass die Mädchen alles gefälscht hatten und die beiden selbst sagten, dass sie einige der Ereignisse verursacht hatten. Auch kam ein Magier vorbei, der sagte, dass einige dieser Ereignisse simple Tricks seien, die auch er schon in seinen Shows benutzt hätte. Die Stimme des kleinen Mädchens wurde von verschiedenen Bauchrednern auch als eine Fälschung bezeichnet. Auf der anderen Seite aber wird jemand, der an das Paranormale glaubt, eher sagen, dass diese Geschichte wahr ist. Viele Ereignisse sind bis heute unerklärlich und
Die Ereignisse gingen auch weiter, nachdem die Forderung nach einer besseren Wohnung abgelehnt wurde. Außerdem, woher hätte das kleine Mädchen das Wissen über verstorbene Personen herhaben können? Sie wusste von mindestens 2 Familien, die zuvor dort gelebt hatten, sowie von der verstorbenen Tochter von Gross. Im Endeffekt hat diese Geschichte niemanden geschadet und es gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Antworten auf die Frage, ob das alles echt sei oder nicht. Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem, aber die endgültige Antwort muss in diesem Fall jeder für sich selbst finden. Schreibt mir also gerne in die Kommentare, ob ihr an das Paranormale glaubt und was ihr von der Enfield-Geschichte haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Abonniert auch gerne den Kanal, denn ich behandle hier allerlei Mysterien in diesem Format, aber auch wahre Verbrechen in meinem Hauptformat Seriously Crime. Bis dahin bleibt der Enfield Poltergeist aber ein Mystery of History. Gute Nacht.